Was war das für ein Chaos gerade? Willkommen zurück zu... ich habe den Namen vergessen. Cyberpunk 2077. Ich bin gerade aus diesem Club rausgekommen. Ich glaube, wir haben alles umgebracht da drin. Wir gehen noch mal rein. Wir gehen noch mal rein. Ich glaube, ich habe wirklich alles umgebracht. Und ich plündere noch mal alles. Das war unglaublich. Also am Anfang habe ich versucht, hier reinzugehen und zu schleichen, aber das hat hinten und vorne nicht hingehauen. Und dann habe ich, glaube ich, einfach alles umgebracht. Soweit ich das gesehen habe, habe ich hier drinnen alles umgebracht. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken. Ich mach die Tür auf. Haben wir noch irgendwo... Was war das für ein Geräusch gerade? Ich nehme hier noch ein paar Sachen mit. Habe ich was gehört gerade? Ich weiß nicht. Hier, nimm das mal mit. Gibt's hier noch was? Nee, das wollen wir nicht sehen. So, das. Also, ich muss sagen, es ist richtig schwer. Also, schleichen, vor allem, sagen wir mal, auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich mich gerade befinde. Ich darf nochmal sagen, dass ich auf schwer spiele. Das ist echt haarig. Sobald die dich sehen, kannst du das mit dem Schleichen eigentlich in die Tonne treten. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich gehe nochmal eine Etage höher gucken. Wo war das? Hier. Ich habe zwischendurch auch ein Level-Up gemacht. Ich muss aufpassen, hier war noch irgendwo so ein Geschützturm. Der da, ne? Aber ich weiß nicht, ob der auf mich schießen würde jetzt. Immerhin, ich glaube, eine Menge Loot eingesackt. Was ist das? Ach, da geht's runter. Da liegt einer rum. Warte mal, irgendwas konnte ich da nehmen. Irgendwas kann ich hier nehmen. Wo denn? Ja? Tanta. Alles klar. Tag. Guck mal, da ist doch noch ein bisschen Loot. Ein Baseballschläger. Keine Ahnung, warum der die Beine verloren hat. Ich war das nicht. So. Feindlich entdeckt. Ja. Von wegen feindlich entdeckt. Schau, ich glaube, wir können uns hier wieder verdünnisieren. Was ein Chaos. Also bevor ich hier zum schleichenden Killer werde, das wird noch eine Weile dauern. Im Moment werde ich eher zum randalierenden Killer. Ich kann ja auch nicht sonderlich gut hacken. Das ist ja noch das zweite Problem. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier alles gekriegt haben. Erstmal haben wir 3 verfügbare Vorurteilspunkte, sehr schön. Erstmal gehen wir natürlich einen weiter hier in Klingen. Und das ist die Frage, wo packen wir die 3 Vorurteilspunkte hin? Die könnten wir natürlich hier reinpacken und könnten sagen, hier erhöht den Schaden durch Waffen mit Schalldämpfern. Ich weiß nicht, ob da Messer dazu gehören. Bewegungstempo nach einem Takedown, erhöht Bewegungstempo 20 Punkte, während du schleichst, das wäre natürlich nicht schlecht. Erhöht kritische Trefferschance, während ich schleiche. Naja. Mehr Schaden gegen menschliche Gegner. Und was haben wir hier noch? Bei den Klingen? Vielleicht sollten wir lieber in die Klingen reingehen. Verringert Ausdauerkosten für alle Klingenattacken. Komm, machen wir das mal nach oben. So. Ja, jetzt hätten wir hier noch. Erhöht beim Bewegen mit Klingenwaffen die Panzerung. Naja. Defensive Angriffe mit Klingenwaffen. Naja. Von 15% Bluten auszulösen. Erhöht die Dauer von Bluten um 8 Sekunden. Ja, das bringt natürlich nur was, wenn ich Bluten auslöse. Ausweichen bei der Benutzung von Klingenwaffen stellt 15% Ausdauer wieder her. Ich weiß es nicht. Ich will ja eigentlich auch noch weiter hier rein. Ich geh mal gleichzeitig noch hier rein. Bewegungstempo, wenn ich schleiche, 20%, ist sicherlich nicht schlecht.
aus der Luft heraus. Na, wann bin ich denn mal in der Luft? Gegen menschliche Gegner mehr Schaden, ist natürlich cool. Während ich schleiche. Komm, erstmal schneller schleichen. 7% mehr erhöhte kritische Trefferchance, wenn ich schleiche. Ich weiß es doch nicht. Was ist denn daran sinnvoll? Mal gut, man kann es, glaube ich, zurücksetzen. Verringert die Zeit zum Zielen mit Gewehren. Ach nee, warte mal. Klingen. Verursachen mehr Schaden, schwere Angriffe. Ich meine, das wäre auch nicht schlecht, ne? Nehmen wir noch mal zwei hiervon. Klingenwaffen besteht die Chance, 15% Bluten auszulösen. Komm, nehmen wir das mal hier. Zack. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich will ja eigentlich einen Klingenkämpfer wählen, aber mal gucken, ob das was gibt. So, jetzt gucken wir noch, was wir hier an Inventar, was wir da Neues gekriegt haben. Da müsste einiges dabei sein. Klingen. Ja, da sind ein paar Klingen dabei. 172 Messer, auch definitiv besser. 173. Und ich bin ja ein Klinguiero. So, damit können wir das. Das ist das abgeschlossen. Haben wir eine neue Knarre? Jo, das ist ja. So, haben wir ein neues Sturmgewehr? Was ist denn das für ein Dingens? Power-Maschinenpistole. Was waren Powerwaffen nochmal? Ich weiß es nicht genau. Powerwaffen war irgendwas Besonderes. Da schon wieder eine Pistole. Gute Güte. So, haben wir da noch was gekriegt? Hier. Neue Jacke. Was ist das für ein cooles Ding? Verringerung der Nachladezeit. 75 Panzerung. Ist natürlich auch nicht schlecht, das Ding, ne? Hat allerdings keine Slots. Verringerte Ausdauerkosten beim Angreifen. Verringert Ausdauerkosten von Nahkampfangriffen. 7%. Das sind natürlich alles coole Sachen. Das sieht aus, als wäre ich gerade vom Schiff gesprungen. Ist die Frage, was davon sinnvoll ist. So, neue Schuhe. Ich glaube, die sind alle gleich. 13,9. Nehmen wir die Stiefelchen. So. Huiuiui, Freunde. Was für Outfits sind das? Du kannst dein Aussehen. Nein, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Jetzt ist die Frage: Mehr Panzerung oder mehr. Oder zwei Waffenslots. Zwei Modslots. Nehmen wir erstmal die zwei Modslots. Die gute Nachricht ist, ich kann jetzt hier den Ripper-Dock bezahlen. So, haben wir, ja, und müsste jetzt weniger Ausdauer brauchen. Ja, das Problem ist, noch vertrage ich zu wenig, als dass ich das ordentlich verwenden könnte. Jetzt gehen wir erstmal zum Shop. War das ein Chaos gerade wieder. Warte mal, ich nehme mal mein Auto. Erstmal fahren wir zum Ripper-Dock. Warte mal, wo war denn der Ripper-Dock? Nein, wo ist der Ripper-Dock hier? Schulden beim Ripper-Dock bezahlen. So, hab ich eigentlich schon gespeichert? Nee, noch nicht, ne? Also, das war haarig, die Mission, muss ich sagen. Muss ich hin? Hoppla. Und noch fühle ich mich ehrlich gesagt nicht sonderlich stark. Warte mal, da. Ist da ein Überfall? Ich guck mal kurz. Da ist ein Überfall. Wenn ich jetzt die Waffe ziehe, fängt er wieder an zu schießen, ne? Komm, ich mach mal den Überfall hier. Was ist denn jetzt los? Ich wollte gar nichts. Dann geht's ja mal. Okay, 1C, ich glaube, das ist der. Der Breach 1C, wo ist ein E9 da unten? I
Eisbrecher. So. Wollte ich gar nicht, aber gut. Ping, Optik, Neustart. Könnten wir machen, oder? Oder können wir den irgendwo hinlocken? Oh Gott, sind das viele. Das sind zu viele. Ablenkungsmanöver. Was für ein Scheiße geht hier ab? Geh genau nachgucken. Warum geht denn die nicht nachgucken? Optik Neustart. Keiner gesehen. Wie dezent. Wie dezent. So. Okay, das hat jetzt jemand gesehen. Habe eine Leiche gefunden. Gefunden? Du hast eine Leiche gefunden? Warte mal. Ich mach auch mal bei dir einen Optik-Neustart. Ich finde dich. Optik-Neustart, Optik-Neustart. Ich glaube, es hat mich einer gesehen. Jetzt hat mich einer gesehen. Okay, Deckung. Aha, aber ich, den größten Teil habe ich niedergemacht. Naja, fahr davon. Oh. Nein, bin überhaupt nicht erledigt. Nein. So, mal zwei. So, pass auf. Zap. Wo ist er hin? Hält weg. Ach, da liegt er. Okay. Okay, ich hätte mich auch hier reinschleichen können. Hätte auch geklappt. Wo ist der andere? Und wo ist der einer? Da. Nein, nein, nicht in den Turbo. Warte mal, können wir den bei dir noch einen Optik Neustart machen? Wo ist denn die? Nee, wir können nur einen Ping machen. Ich will ihn kalt stellen. Nein! Ich hab's doch fast gehabt. Mann! Nein, ich bin noch kein Schleicher. Ich bin noch kein Schleicher. Also, was heißt Schleicher? Ich bin noch kein Klingenkiller. Das dauert noch zu lange. Ich brauch eine große Klingenwaffe. So. Wo wollt ihr hin? Komm, wir lassen die jetzt erstmal links liegen und fahren erstmal zum Kripator. Ah, im Moment ist es zäh. So, da lang. Neutralisiere die Täter und sicher. Ich hab aber Bock, das zu machen. Ich hab aber so einen Bock, das zu machen. Sehen. Moshi, Moshi. Was? Moshi, Moshi? Geh doch mal weg. Jodo, anta no koto kangaete ta no. Erstmal das Breach-Protokoll. 1C55. So. Ich mo tanoshikatta. Optik Neustart. Jetzt kommt die Müllabfuhr! Kieten. So. Ja. War schon mal besser, oder? War das schon mal besser? Wer von denen ist denn noch der Böse?
Dick Neustart. Komm, mach. Zip. Und der letzte. Komm, das geht gerade ganz gut. Das geht gerade super gut. Und noch einer. Komm. War das gut? Ich würde sagen, ja. Dass du da warst. Ich dachte schon. Ich würde sagen, es hat geklappt. Öffnen, verschlossen. So, was ist da? Das ist ein Beweis. Ja, erstmal mitnehmen hier. Puh. War ja jetzt dann doch ganz gut. Ja, ich würde mal sagen, Übung macht den Meister, ne? Mit. Das Auto nehmen wir auch gleich mit. So, wer fährt da rum wie eine besenkte Wildsau? Naja. Aber da ist noch irgendwas, habe ich da noch übersehen. So. Neuer Splitter, archiviertes Gespräch, Ataro und Rojo. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Alles erledigt, bloß weg hier. Bezahle die Schulden beim Pipperdog. Boah, es hat geklappt. Warte mal, das speichern wir gleich nochmal. Gucken wir aber trotzdem vorher nochmal. Habe ich noch irgendwas Neues gekriegt? Oh, ganz viele Sachen neu. Eine Brille. Die ist sowieso besser. Ja, ja. So, was haben wir hier? Noch was Neues. 21 verringert Schaden durch Explosion. Da eher die hier, ne? Ah, ist aber, wie gesagt, schwierig. Was haben wir hier für einen Anzug? 21 her damit. Sieht aber auch gefährlich aus, muss ich sagen. So, haben wir hier noch eine bessere Knarre? So. Und hier? Auch. So. Und ein Messer haben wir aber kein besseres, oder? Nein. Holla die Waldfee. So, jetzt aber ab zum Ripperdock. Eigentlich zu einem Verkaufsautomaten. Ey, ich bin gespannt, ob ich mich weiter so blöd anstelle oder ob ich irgendwann so gut werde, dass ich das auf schwer auch irgendwie mehr als diesem Chaos, was ich hier gerade anrichte, hinkriege. So, jetzt müssen wir erstmal verkaufen hier. Wir haben gesagt, die goldenen Sachen verkaufen wir nicht. Die verkaufen wir mal. Komm, die brauchen wir nicht. Aber ich glaube, dann können wir uns erstmal... Wie viel Geld habe ich? 25.000. Okay, dann können wir uns erstmal... Dann können wir anfangen, Sachen zu zerlegen, statt sie zu verkaufen. Was ist das? 184 und das 173. Ist natürlich ein cooles Messer. Physischer Schaden, Kopfschuss, Schadensmultiplikator 200. Mhm. Bonusschaden bei GEMA im Umkreis von 5 Metern. Aha, aha. Was ist denn das? Katomatik? Was ist das? Eine Klingenwaffe? Ist das Ding gut? Sieht aus wie ein... Nee. Macht ja auch weniger Schaden. Weg damit. So, und das ist die Frage, heben wir das auf? Ich glaube mal ja. Heben wir mal auf. So, die heben wir mal auf, weil sie halt noch besser ist. Das Messer heben wir auch mal auf. Das können wir verkaufen. Was ist das alles? Ach, das sind die Granaten. Die Mods heben wir auch auf. Das heben wir auch auf. Das heben wir auch mal auf. Wir können beim Ripperdock mal gucken, ob wir irgendwas Neues... Ob wir einen neuen Mod installieren können.
Wie viel haben wir jetzt? 26.000. Na, immerhin 5.000 haben wir damit. Ich bin reich. Ich zieh dir erstmal einen Nogger rein. So, wo ist mein Auto? Da. Ah! Pass doch auf. Platz da. Auf zum Überdock. Halt, nicht auf, auf die Gegenfahrbahn. Das kommt immer blöd. Warte mal, ich hatte da noch so ein paar... Ah, das machen wir beim Überdock. So ein paar Anrufe gekriegt, ne? Herr, Herr Ripperdock, wo sind Sie? Was soll ich denn hier? Was sind das für Schlangenlinien, die mir die Karte da vorschlägt? Ja. Platz da! Achso, das war der Gegenverkehr. Okay, ich hab's verstanden. Aber die Schotten haben wir jetzt keine Zeit für. So, da ist der Ripperdock. Geht bestimmt wieder meine Street Credibility nach oben. War er nicht. Wo ist denn der Überdock? Ach, wir können hier durch. Okay. Lass mich. Herr Ripperdock, ich kann meine Schulden bezahlen. Ich habe endlich genug Eddies, um dich zu bezahlen. Behalt sie noch, Bee. Du brauchst sie mehr als ich. Hä? Ich nehme sie nicht mit ins Grab weg. Nimm schon. Und... nochmal danke, dass du mich versorgt hast, ohne dafür Kohle zu sehen. Dafür sind Freunde da. So, ich will mein Aussehen verändern. Wie läuft das? Ich würde gerne meine Implantate auswechseln. Ich würde gerne mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst du an. So, lass mal kurz gucken. Keine Ahnung. Wir können ja mal gucken hier. Also da hätten wir zwei Sachen, die ich allerdings... 7 Intelligenz bin ich zu blöd für. So, 1200, was haben wir denn da? Erhöht die, ich dachte gerade, die Brechdauer. Die Breach-Dauer des Breach-Protokolls. Mhm. Stellt sofort 10 deine aus, wenn du deinen Gegner neutralisierst. Der Schaden in Höhe von 20% der maximalen Gesundheit des Gegners verursacht. Nervensystem. Ermöglicht Zielen und Schießen beim Ausweichen und Rutschen. Verlangsamt die Zeit beim Blocken, Zielen und Angreifen während eines Ausweichen. Klingt komisch. Erhöht die Panzerung um 50. Wäre in meinem Fall wahrscheinlich nicht schlecht. Wie viel Geld habe ich denn? 5,4. Skelett. Ach, das war die Tragkraft, ne? Arme. Geht nicht, da fehlt mir überall die Street Credibility. Hier, sowas hätte ich gerne. Mantis Klingen. Muss ich 20 für haben? Ich habe 7. Toll. Monodraht. Raketenabschusssystem. Mhm. Beine? Geht auch nicht. Haben wir hier noch was Besseres? Habe ich auch keine Street Credibility. Also, ehrlich gesagt. Nichts, was ich jetzt unbedingt bräuchte, ne? Was ist das? Ermöglicht das Zielen und Schießen beim Ausweichen oder Rutschen. Verlangsamt die Zeit beim Blocken, Zielen und Angreifen während eines Ausweichmanövers. Das klingt... Nee. Erhöht die Panzerung um 50. Komm. Ist immerhin etwas. Bauen wir ein. So. Haben wir ein bisschen mehr Panzerung. Und den Rest können wir uns, glaube ich, gar nicht leisten hier. Obwohl, das hier ist vielleicht auch noch nicht schlecht. Breach-Dauer brauchen wir nicht. Stellt Ausdauer wieder her. Dann eher das Ding. Fällt eine Gesundheit auf 15%, wird ein Elektroschock freigesetzt. Der Schaden in Höhe von... wollen wir das mal nehmen? Komm, hier, Elektroschock ist immer gut. Bin ja ein Nahkämpfer. So. Das war es dann, glaube ich, oder? Haben wir hier noch irgendwas? Arme, haben wir nichts.
Beine haben wir nix. Skelett, Tragkraft. Brauchen wir auch erstmal nicht. Kostet nur unnötig Geld. Naja, vielleicht noch ein besseres Betriebssystem. Warte mal, was war denn das hier? Nee. Was ist mit Betriebssystem? Achso, das ging nicht. Okay, danke sehr. Hoppala. So. Das war ja schon mal gar nicht mehr schlecht. Begib dich zwischen... Ja, machen wir gleich. Bin ich hier richtig? Ach hier, das ist Misty. Hallo, du Misty. Jackie, geht's gut? Was? Du hast die Karten von Jackie, oder? Jackie hat dir diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Mhm. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Klar, warum nicht? Klar. Warum eigentlich nicht? Denk an kürzliche Ereignisse. Und die umgekehrte Welt. Du bist am Anfang deiner Reise. Sie wird nicht, wie du erwartest. Und länger, als du dir ausmalst. Die Liebenden, umgekehrt. Dich umgibt eine Kraft, die dich herausfordern wird. Und du wirst mit einer anderen, inneren Kraft kämpfen. Der Stern, ebenfalls umgekehrt. Du wirst ungeahnte Sehnsüchte bezwingen und eine starke Verbindung trennen. Mit etwas, das ich nicht erkennen kann. Der umgekehrte Tod. Deine Feinde werden dich gegen dich selbst kehren. Die Reise wird Veränderung oder Vernichtung bringen. Klingt nicht sonderlich gut. Nein, ganz und gar nicht. Aber vielleicht habe ich die Karten nur falsch gelesen. So ein Unfug. So, was willst du mit, willst du mit die Terror? Wie läuft das Geschäft? Das brauchen wir nicht wissen. Okay, aber da könnte man mal hin und wieder hin zu ihr zurückkehren und das nochmal machen lassen, ne? Also, sie hat ja gesagt, ich bin am Anfang der Reise. Okay. Aber naja, gucken wir mal. So, jetzt schauen wir mal. Also, jetzt haben wir noch den Quest, den Quest, den Quest. Jetzt haben wir das Gebiet ja fast. Ah, das ist dieser Ring. Hier sollst du etwas für den Auftraggeber stehlen. Cyberpsycho. Also ich will das so lange wie möglich rauszögern hier. Rettet die Person. Das heißt, wir machen jetzt erstmal den Cyberpsycho, ne? Wollen wir das mal machen? Ja. Der Cyberpsycho. Wo ist mein Auto? Auto? Da liegt Müll. Ja, den brauchen wir jetzt gar nicht. Wo ist mein Auto? Warte, was machen die denn da hin? Ach, das sind Polizisten. Okay, die lassen wir mal in Ruhe. Da ist mein Auto. Auf zum nächsten Cyberpsycho. Platza. Den will ich jetzt schleichend erledigen. Passt doch auf, wo ich hinfahre. Ah. Was? Abdeckung. Entschuldigung. Entschuldigung, ist alles gut. Muss mal hin. Schreit doch nicht so. Ich hab alles unter Kontrolle. Da wird wieder geschossen, aber ich will erstmal den Cyberpsycho erledigen. Warte mal, wo müssen wir jetzt rauf oder runter? Da muss ich geradeaus oder muss ich nur geradeaus hier lang, oder? Ja, sieht gut aus. Da ist wieder eine Ballerei, aber ich will jetzt erstmal den Cyberpsycho machen. Huch! Hoppala. Hoppala. Da, warte mal, der muss da unten irgendwo sein. Okay, sonst wir steigen hier mal aus. Vielleicht kann ich ja den diesmal vielleicht durch. Ja, ich hör's. Hey, wie? Kannst du was für mich rausfinden? Was denn? Es gab eine Streiterei an den Docks. Könnten bloß Junkies sein, aber für mich klingt das nach einer Cyberpsychose. Und ich will wissen, ob Drogen im Spiel waren. Eine Leiche hilft mir nicht viel, also lass ihn leben. Okay, ich lass ihn leben. Moment, erstmal speichern war, bevor ich ihn leben lasse. Wer ist er hier? Brandgranate, archiviertes Gespräch, Bobby und Frank. Bobby, hey, was gibt's? Schicht heute übernehmen? Mhm.
ist der Cyber? Wo ist der Psycho? Ich höre da was. Leck mich doch am Arsch. Ich hab ihn gehört. Breach-Protokoll. Ja, erstmal breachen. 55 E9. 55. Wo ist E9? 55 E9. 55 E9. So. So, haben wir geschafft. Breach-Protokoll, ein Vorteilspunkt. Okay. Warte mal, den verteile ich. Jetzt hat er mich gesehen, ne? Hat mich gesehen. Geil. Breach-Protokoll. Da kann man nichts reingeben. Warum nicht? Hier könnten wir was reingeben. Hat er mich gesehen? Hallo, Schnucki. Nee, hat er nicht. Was hopst denn der hier rum? Der ist ja. Der mich? Cyberpsycho, warte mal. Komm mal her hier. Was? Meine Mutter ist was? So nicht, mein Freund. So nicht. So nicht. Sieht der mich? Nee, ne? Genau an. Kann man da einen Optik-Neustart machen? Nein, kann man nicht. Komisch. Haha! Oh. Gut. Ich wollte ihn ja eigentlich. Das war's schon? Okay. War ja einfach. Also, ich glaube, ich hätte ihn leben lassen sollen, hätte ich mehr Punkte für ihn gekriegt. Aber mein Gott. Was ist das hier? Lass mich das mal kurz scannen. Warte mal, muss ich das so scannen? Leiche. Ich versuch's ja, aber. Halt, warte, da war's. So, also man kann die offenbar auch mit einem Takedown niedermachen, die Kerlchen. Schicke Regina eine Nachricht. Ja gut, das würde sie nicht freuen, dass ich die jetzt umgeniedet habe. So. Aber ich hätte ja auch einen Kill machen können ohne ihn. Oh, da haben wir noch was. Entwurf des Berichts. Können wir auch mal kurz angucken. Ah ja, warte mal. Sicher. Hacken. 1C, 1C in 9BD. 1C, 1C... CNC in ONPD. So. Ich schick ihr gleich den Bericht. Ich glaube, ich habe hier alles, oder? Warte mal, da liegt noch was. Mensch, da bin ich ja erstaunt, dass das so gut geklappt hat. Hab ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas Neues gekriegt? Ja, warte mal, ich habe eigentlich einen Vorteilspunkt. Die Frage. Das ist das mit den Klingen? Erhöht die Dauer von Bluten. Machen wir mal, oder? Weil ich ja Bluten sowieso schon ausgewählt habe. So. Jetzt haben wir keinen Punkt mehr. Was Neues gekriegt? Die hatten wir schon. Da haben wir nichts, da haben wir nichts. Und was ist hier? Ja, das können wir aber noch nicht benutzen. Schade eigentlich. Und ein neues Hackerbeil haben wir auch nicht. Okay. Hat ja erstaunlich gut geklappt. Jetzt müssen wir Regina noch eine Nachricht schicken. Warte mal, wir haben, glaube ich, mehrere Nachrichten. Das Bartmos-Kollektiv. Was wollen die denn von mir?
Zuerst kommt der große Realitätscheck, wenn Geld von Hand zu Hand gereicht wird, dann fällt dein wahres Ich dem Kapitalismus zum Opfer. Okay, wenn du meinst. Regina Jones, hilft den Mox, hilft der Welt. Habe ich gemacht. Prima, Auftrag erledigt. Sehr gut. So, jetzt würdest du mir wieder sagen, dass ich ihn hätte, ja, dass ich ihn hätte am Leben lassen können, aber mein Gott. Cyberpsycho, Ticket für die Oberliga. Tatsache nochmal Geld gekriegt dafür. Sehr schick. Jetzt kommt da noch rein. Street Cred ein bisschen nach oben gegangen. Mission abgeschlossen. Okay. Noch was gekriegt? Nee, ich glaube nicht. So. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir können auch mal ein paar Sachen herstellen. Ein Katana zum Beispiel. Sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, mein Gott, was für ein Chaos. Bis dann denn, euer Mr. Flick. Tschüssi!